wir sind bei derzeit etwa 30% der normalen Auslastung, die wir hätten ohne Corona. Es sind jetzt mittlerweile schon wieder sehr viele internationale Besucher da, derzeit vor allem aus Deutschland, aus Ungarn, aus Slowakei, aber auch Italien, der Schweiz, derzeit auch viele französische Gäste. Das heißt, die europäischen Besucher, die Individualgäste aus Europa, die sind ganz gut wieder da. Was uns natürlich fehlt, sind die klassischen Reisegruppen. Was uns natürlich fehlt, sind die internationalen Gäste aus Asien, aus Nordamerika. Das wird natürlich auch dauern. Das heißt, so setzt sich momentan der Besuchermix zusammen. Und natürlich auch lokales Publikum stärker als sonst, weil genauso die Österreicher weniger ins Ausland reisen als üblicherweise. Und da kommen auch einige nach Wien und sehen sich genauso Schloss Schönbrunn. Kaiserschmarrn als Hauptgang gab. Dann gab es nach Lilienfaltung, die wird heute auch noch für Galle. Der Betrieb läuft natürlich in gewissen Bereichen weiter, die Erhaltung, die Renovierung, da haben wir sogar zeitweise die Phase der Schließung genutzt für Restaurierungsarbeiten, die natürlich einfacher zu machen sind, wenn keine Gäste in den Räumen sind. So etwas muss natürlich weitergehen, also ein Schloss muss erhalten werden, das ist auch unser Auftrag. Natürlich fehlen diese Ticketeinnahmen. Ticketeinnahmen sind ein ganz großer Bestandteil unseres Budgets. Was Schönbrunn ausmacht, ist diese hundertprozentige Authentizität. Es ist tatsächlich alles, was man hier sieht, völlig authentisch. Die Ausstattungen in den Räumen, da stehen die Möbel genau dort, wo sie vor 200, 300 Jahren auch gestanden sind, die Originalmöbel. Und dieser perfekte Zustand in Kombination mit dem Park, mit dem Garten, das ist einfach einzigartig. Und in diesem Zustand der Erhaltung findet man das ganz selten.